Herzlich willkommen zur UDL Digital Talkshow. Ja, früher war alles ziemlich einfach. Gestritten wurde über Ideen, die sich dann via Massenmedien verbreitet haben zu den WLAN. Vor gut 20 Jahren kam das Internet, das macht die Sachen ein bisschen anders, aber die Freude war groß, weil alle sagten, es wird demokratischer, jeder kann jetzt teilnehmen. Unser Thema heute deswegen, unwahr, halbwahr, wahrscheinlich, Fakten und Meinungsmacht in digitalen Zeiten. Fangen wir mal grundsätzlich an. Frau Barley, ist Politikvermittlung schwerer geworden in diesen Tagen? Nein. Okay, und jetzt die Wahrheit? Nee, wirklich nicht. Also klar, diese ganzen Schwierigkeiten mit möglichen Hackerangriffen und Fake News und Hate Speech und so weiter, das gibt es natürlich. Aber im Großen und Ganzen eröffnet uns das Netz und auch die sozialen Netzwerke eröffnen uns ja erstmal ganz neue Möglichkeiten. Also man kann ganz anders mit Leuten in Kontakt kommen. Mhm. Das ist das, was Politik ausmacht, was auch am meisten Spaß macht. Ist anstrengend. Weil die Erwartungshaltung bei den... Anstrengender als früher? Ja, anstrengender als früher, weil man natürlich diese permanente Erreichbarkeit hat und die Erwartungshaltung auch da ist. Also wenn man nicht innerhalb von wenigen Stunden auf irgendeinen Kommentar geantwortet hat, dann gibt es schon mal so, ne, hier, du hast es wohl nicht nötig. Mhm. Sehr unterschiedlich, ne? Aber das kann passieren. Aber haben Sie auch so mal so richtig so einen Shitstorm erlebt, dass jemand so, Sie so richtig anrempelt, was früher so gar nicht so gegangen wäre? Wie ist unter uns, seien Sie ehrlich. Ich muss mal überlegen. Ja, ich habe einen Shitstorm erlebt und ich habe jetzt vergessen, weshalb. Ich bin Rheinländerin. Ich vergesse das, was unangenehm ist, vergesse ich sofort wieder. Ich muss das mal darüber nachdenken. Ich hatte tatsächlich mal ein. Ja, genau. Das hilft tatsächlich, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Tut einem das weh? Also ich habe überlegt, ob ich überhaupt in die Politik gehe, weil ich jemand bin, der sich Sachen sehr, sehr zu Herzen nimmt und stelle fest, nee, das tut nicht weh, weil ich merke, wenn so ein Shitstorm kommt, die meinen ja nicht mich als Person, also die kennen mich nicht, sondern die meinen meine Rolle, die meinen zum Teil auch was ich beruflich mache oder machen muss. Mich tangiert das nicht als Person. Haben Sie schon mal einen Shitstorm erlebt? Sie sind ja an vielen Fronten, Sie sind im Kirchenparlament, Sie sind Netzaktivist, Sie haben eine starke Meinung, man kann das überlesen. Sind Sie schon mal richtig angerempelt worden? Na, ich weiß nicht, ob Sie den Kommentarbereich von netzpolitik.org kennen. Da ist, ja, Shitstorm an der Tagesordnung ist vielleicht übertrieben, aber da haben wir schon durchaus das ein oder andere Mal die Schwierigkeit, dass wir uns einen sehr anderen Umgangston eigentlich wünschen würden. Warum ist das so? Sie kennen die Zeit früher ja nicht. Sie kennen die Zeit früher nicht, weil sie noch so jung sind. Weil man natürlich immer Projektionsfläche auch ist, ne? Also es gibt auch Leute, die kommen immer wieder mit den gleichen Sachen. Die haben auch die lesen die Überschrift und haben ihre Sachen schon vorgefertigt sozusagen. Und jeder hat natürlich zu allem irgendwie eine Meinung. Und grundsätzlich ist es ja auch eine tolle Sache, dass man die überall kundtun kann. Aber sozusagen, dass ein echter Diskurs draus wird, da muss man eben ein bisschen dran arbeiten. Und oft ist es auch einfach Triebabfuhr für manche, ne? Also die lesen die Überschrift und sind sowieso schon die Schnauze voll und dann rein. Macht das was mit Ihnen? Also wenn Sie was schreiben, was eine Idee haben, sagen Sie, oh, wenn ich das so sage, dann donnert es gleich wieder von hier und da? Also ein Kollege hat jetzt in den letzten Wochen eine große Reihe zu Datenanalysen sozusagen zum Twitter-Verhalten der AfD und ihren Netzwerken gemacht. Da ist uns natürlich im Vorfeld klar, dass es dann sozusagen Unmut regnet danach. Kann man sich auch darauf einstellen. Wie stellen Sie sich darauf ein? Das hat verschiedene Stufen. Ich bin ja 2013 in den Bundestag reingekommen und als normale, einfache Abgeordnete habe ich das erstmal wirklich als Kommunikationsinstrument genutzt, habe auch auf ganz viele Kommentare geantwortet und richtig Diskussionen geführt. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Als ich dann Generalsekretärin wurde, hat sich das verändert. Da sind eben ganz viele solcher Leute, die auch gar nicht diskutieren wollen, sondern die wollen nicht einfach nur anscheißen im Grunde genommen. Ja, die wollen einfach nur ihren Frust loswerden und die haben ihre Vorurteile und da bringt das auch nichts, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten. Ich habe früher nichts gelöscht und niemanden blockiert, niemanden. Das ist jetzt anders. Inzwischen gehe ich damit wirklich so um, vor allen Dingen bei Twitter. Ich stelle die Leute dann stumm. Ne? Geht mir wo vorbei, sehe ich nicht mehr. Blockieren tue ich, wenn es wirklich richtig beleidigend ist, entweder mir gegenüber oder auch anderen. Sie kennen ja noch die gute alte Zeit, wo Politik mal anders war, wo Massenmedien da waren, damit wurde kommuniziert. Sehen Sie sich danach zurück? Naja, wie gesagt, Momenten? Ich mache ja Politik jetzt als Beruf erst seit 2013. Insofern kenne ich das jetzt aktiv nicht, wie das war, okay, als es das Netz noch nicht gab. Es hat seine Vor- und Nachteile. Also die Printmedien oder die klassischen Medien sind kalkulierbarer. Andererseits ist man auch abhängiger. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem
Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen. Da hat Frau Merkel mit falschen Zahlen operiert, hat also eine Behauptung aufgestellt, die nachweislich falsch war. Und wir haben das natürlich sofort aufgegriffen und haben festgestellt, das greift keiner auf. Normalerweise gehen dann die Medien drauf, ja, wenn man eine Pressemitteilung macht und sagt, hier CDU-Bundesvorsitzende hat mit falschen Zahlen operiert. Normalerweise ist das eine Meldung, brachte keiner. Dann hat Hannelore Kraft gesagt, Frau Merkel verbreitet Fake News, ne? Eine Eskalationsstufe höher, nichts passiert. Dann habe ich irgendwann gesagt, was eigentlich nicht so meine Art ist, Frau Merkel lügt. Und selbst dann kam das nur in einem einzigen Medium. Ich weiß nicht, warum das so war, aber Fakt warum, war... Helfen Sie mir, warum ist ich, das so? Ich weiß es nicht, ich will da auch gar nicht spekulieren. Fakt war, das wurde nicht aufgegriffen. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, naja, gut, dann müssen wir das über die sozialen Netzwerke machen. Und dann kommen die irgendwann auch nicht mehr dran vorbei. Dann wurde das doch irgendwann auch aufgegriffen. Man hat eben die Möglichkeit, selber die Punkte zu setzen, die man setzen will. Obwohl es natürlich einen anderen Wumms hat, wenn man im Heute-Journal irgendwie zitiert wird, ist auch klar. Wer gibt denn, wenn ich das höre, den Takt vor? Traditionelle Medien oder eher die nicht mehr ganz so neuen Medien, also sozialen Medien? Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, man darf in der Debatte, ist jetzt der Fokus schon häufig sehr stark auf soziale Medien irgendwie. Mhm. Da unterschätzt man oder gerät leicht in Vergessenheit, finde ich, welche große Rolle eben die klassischen Medien dann doch noch spielen. Gerade wenn es um das Aufgreifen von bestimmten Themen geht oder von Trends geht, wo dann klassische Medien, Journalisten als Verstärker irgendwie fungieren von Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden. Aber wo liegt die Meinungsmacht jetzt? So wie früher? Gerd Schröder, Bild, Bams, Glotze, reicht zum Regieren oder heute ist doch anders? Na, es ist halt schon ein bisschen diverser geworden, ein bisschen komplexer geworden. Also klar, es gibt nicht mehr nur einen oder zwei Fernsehsender und wer da drin vorkommt, sozusagen, der hat irgendwie die Möglichkeit, alle Menschen zu erreichen oder irgendwie, weiß nicht, 50 Millionen Fernsehhaushalte zu erreichen. Ich glaube, grundsätzlich gibt es schon eben eine Verschiebung, dass es die Möglichkeit gibt, auch für marginalisierte Gruppen. Ich will jetzt nicht immer nur die negativen Aspekte, sondern auch, wenn wir in die USA schauen, zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung, die das ganz stark schaffen, sozusagen eine Gruppe von Menschen, die sonst eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie nicht so stark vorkommen, die weniger eigene Stimmen haben, die es dann schaffen, in den Diskurs zu kommen und eben auch das, sozusagen die klassischen Medien dann dazu zu zwingen, auch über diese Themen zu berichten. Mhm. Von daher gibt es da schon eine Verschiebung. Aber wenn wir beim Thema USA sind, bestimmte Sachen, wenn wir die Politik dieser Tage denken, also in Donald Trump wäre wahrscheinlich nicht so einfach so gewählt worden ohne soziale Medien. Also ist das nun ein Fortschritt oder nicht? Also wenn Sie das, hat Sie das inspiriert? Wären Sie auch gerne so wie Trump und würden so kommunizieren können? Um Himmels Willen. Ja, nur so kommunizieren wollen. Ich hätte gerne die Reichweite. Da können wir uns drauf einigen. Das schon. Also was er macht, ist natürlich schon. Das ist spannend, was daraus wird. Also quasi regieren via Twitter. Das muss man sehen, ob sich das am Ende wirklich durchsetzt. Wenn sich das durchsetzt, wenn er wirklich durchkommt, auch mit diesen vielen Lügen, die er erzählt, und wenn er das wirklich schafft, über die sozialen Netzwerke so eine Unterstützung hinter sich zu kriegen, dass ihm das nichts anhaben kann, dann ist das wirklich eine Kulturrevolution in der Politik. Das muss man schon sagen. Aber man muss natürlich, finde ich, an der Stelle auch schon immer wieder sagen, dass diesen Hype-Cycle, der wird auch von klassischen Medien eben wieder mitgetrieben. Ne? Also ich habe das Gefühl, manche Journalisten machen nichts anderes mehr, als darüber zu berichten, worüber Donald Trump getwittert hat. Ja? Also das ist auch ein Zusammenspiel von klassischen und sozialen Medien an der Stelle. Nochmal die Frage, träumen Sie davon, einmal so wie Trump einen Tweet raushauen und alle springen danach, was Katharina Barley sagt? Also wenn in der Frage jetzt null Inhalt drin ist, dann gerne, ja. Sei nicht so schüchtern, Mensch, sagen Sie es doch einfach. Ich bin Juristin, ich war mal Richterin, ich bin das gewohnt, ganz genau zu antworten. Da müssen Sie jetzt mit leben. Das ist aber schade, Sie vermissen Menschen. Ich finde aber, wenn ich mal eben kurz noch mal dazwischen gehen darf, das ist ein gutes Beispiel dafür, weil bei Trump wird so viel geredet über sozusagen, wie er die sozialen Medien zur Manipulation nutzt oder zur direkteren Kommunikation. Ich finde ein ganz anderes Beispiel, wenn wir auf den Wahlkampf gucken, nämlich wie er sozusagen Targeted Advertising eingesetzt hat. Also wie er die Möglichkeiten, die eigentlich in der Online-Werbung heutzutage normal sind, eben genutzt hat, um bestimmte Wählergruppen zu erreichen. Und das sind die gleichen Methoden, die Obama auch im 2012er Wahlkampf eingesetzt hat. Und jetzt allerdings, wo sozusagen Donald Trump mit diesen Methoden erfolgreich war und sie tatsächlich auch so eingesetzt hat, dass sie sozusagen
sozusagen vielen als unethisch aufstoßen, weil er beispielsweise auf bestimmte Gruppen, beispielsweise schwarze Wähler, gezielt hat und die bewusst mit Negativinformationen über Hillary Clinton versorgt hat, um sie von der Wahl abzuhalten, dass diese Methoden dann plötzlich ganz anders diskutiert werden, ne, wenn das Ergebnis ein anderes ist. Ja, aber das hat ja nichts mit der Methode zu tun, sondern mit dem Inhalt. Also das gezielte Targeting von jetzt zum Beispiel bestimmten ethnischen Gruppen, das wäre ja dann kein Problem, wenn er sie mit sachlichen Informationen oder mit irgendwas anderem... Es zeigt aber zumindest, aber dass es da irgendwie klare Regeln für braucht. Also dass sowas wie in den USA eben zum Beispiel nicht möglich wäre. Gäbe das sowas? Wäre sowas in Deutschland möglich? Da hat es ja Versuche gegeben zu fragen... Regulierung, Selbstregulierung, freiwillige Selbstkontrolle der Parteien im Wahlkampf? Ja, also generell sind wir da bei an ganz vielen Punkten auch mit den anderen Parteien im Gespräch und zu bereit. Also ist vielleicht, wäre so ein Transparenzregister, ist ja in der Debatte auch keine schlechte Idee, dass es nicht nur der Einzelne nachvollziehen kann oder die Einzelne, sondern dass es auch öffentlich nachvollziehbar ist, dass sozusagen die Parteien auch eine Einsicht haben, mit welcher Botschaft wirbt jetzt die SPD ganz konkret oder wirbt jetzt die CSU in Bevölkerungsgruppe sowieso. Selbst wenn man das hätte, wie wäre das durchsetzbar? Weil ich glaube, das letzte Mal, als irgendein deutscher Politiker oder Staatsanwalt eine Postkarte nach Mountain View in Kalifornien geschickt hat, kamen die nicht mal an oder die haben es nicht geantwortet. Also wie wollte man das durchsetzen, wenn es so wäre? Im Rahmen der EU, glaube ich, also die Datenschutzregeln, die beispielsweise für die EU erlassen werden, an die halten sich auch große Konzerne wie Facebook, wenn sie dann ab 2018 gelten. Also ich glaube, die Durchsetzung... Wie sind die Erfahrungen bis jetzt mit der Durchsetzbarkeit von irgendwelchen Rechtsrahmen bei Facebook? Man müsste im Grunde genommen dafür sorgen, dass sie einen Verantwortlichen im Land benennen müssen und dann eben auch deutschem Recht unterliegen. Das ist das relativ kompliziert. Nein, also ich glaube, dass man auf die Dauer nicht hinnehmen wird, dass sie sich nationalem oder europäischem Recht entziehen werden, weil das bezieht sich ja nicht nur auf diese Frage. Das geht ja auch um die Strafbarkeit, zum Beispiel bei Hate Speech. Die Amerikaner haben ganz andere Maßstäbe, weil die einfach das Recht der freien Meinungsäußerung nochmal ganz anders auslegen als wir. Bis jetzt sind die Erfahrungen ja mit multinationale Konzerne an europäisches oder deutsches Recht zu gewöhnen oder daran zu führen, nicht so erfolgreich gewesen. Sind Sie optimistisch, dass sich das ändert? Es gibt ja einen Gesetzentwurf von Heiko Maas, wo es um Inhalte geht, also um Fake News und solche Dinge. Da werden dann natürlich die Konzerne bei uns auch vorstellig und sagen, hört mal, muss das denn sein? Ne? Wir können das doch alles irgendwie im Rahmen von Freiwilligkeit und so weiter regeln. Aber es ist wie überall, Freiwilligkeit ist schön, aber wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, dann müssen halt Regeln her. Facebook sagt ja beispielsweise, wir sind sowas wie ein Postamt. Wir können nicht dafür verantwortlich gezogen werden, was für Briefe bei uns durchgehen. Wir haben damit nichts zu tun, nur ein technischer Möglichmacher. Man kann bestimmte Mechanismen einziehen, zum Beispiel, dass jemand das taggt und sagt, das hier ist entweder eine Falschbehauptung, gezielte Fake News, oder es gibt es ja jetzt im Grunde genommen schon, ne, dass man sagt, das verstößt gegen Strafrecht oder ist beleidigend oder sowas. Und dass man dann eben verpflichtet, das innerhalb von einer bestimmten Zeit zu überprüfen und gegebenenfalls auch rauszunehmen. Wer soll das dann rausfinden? Facebook? Herr Zuckerberg persönlich? Nö. Im Zweifelsfall das Prinzip, das jetzt angewandt wird oder das jetzt ausprobiert wird, ist ja, dass Nutzerinnen und Nutzer selber, wie Frau Barley gesagt hat, taggen, wenn sie Sachen anzweifeln. Und dass es dann quasi externe Fact-Checker gibt, ja, irgendwie journalistische Organisationen, denen ein gewisses Vertrauen entgegengebracht wird, die dann zumindest sagen, aus folgenden Gründen wird die Nachricht, die du geteilt hast, angezweifelt und dass es dann sozusagen eine Fahne gibt oder so ein Hinweis, wenn du eine Nachricht, wenn sie eine Nachricht teilen wollen, dass das angezweifelt. Aber hat das nicht dann irgendwo, wird. Ist man nicht ganz nah dran, ab wann ist es Zensur? Das ist ein schmaler Grat, aber das ist ja eben die Idee. Wenn man es taggt, dann ist es ja noch nicht weg und dann kann man das prüfen und dann kann derjenige, der es eingestellt hat, auch nochmal sagen, was er davon hält. Aber ist das nicht ein frommer Wunsch bei den Geschwindigkeiten heutzutage? Also im amerikanischen Wahlkampf wurde gesagt, der Papst möchte, dass ihr alle Donald Trump wählt. Leider wusste der Papst nichts davon. Und die Sache rannte aber wie blöd durchs Netz und alle Katholiken sagten, hey, wenn der Papst es sagt, selbst wenn man es einen Tag, zwei, drei Tage später getaggt hätte, hätte es ja nichts mehr geändert. Man taggt es ja sehr schnell. Da muss erst mal jemand sehen. Naja, also wenn es gucken, ob es stimmt oder nicht stimmt. Ja, aber erstmal ist ja dann ein Tag dran, das hier wird angezweifelt. So. Und dann gibt es eben die Überprüfung und dann kommt eine Nachricht, dass wir halten das hier für gefaked.
So, dann ist das Ding noch nicht weg möglicherweise, aber das kann man schnell machen. Ich meine, diese Konzerne, das muss man ja nochmal sagen, die verdienen ein irrwitziges Geld. Ein absolut irrwitziges Geld. Und von denen zu verlangen, dass sie zum Beispiel mit solchen journalistischen Organisationen zusammenarbeiten und denen sagen, innerhalb von 24 Stunden müsst ihr es zumindest erstmal überprüft haben, kursorisch von mir aus auch erstmal nur, und dann eine erste Einschätzung abgeben, das kann man von denen schon verlangen. Wenn irgendwo in Mazedonien, einem Dorf, wo wenig Arbeit ist, Leute merken, du kannst eine tolle Geschichte auf Facebook stellen, die absurd ist, und verdienst damit eine Menge Geld, den vierfachen Monatslohn, den man normalerweise verdient. Und die Story ist dann eben, Hillary Clinton hat einen Kinderpornoring irgendwo in der Pizzeria in Washington. Aber ganz ehrlich, ich finde, das sind so das Debatten. Das ist passiert. Aber das sind Beispiele, das sind jetzt die krassen Beispiele aus den USA. Ich habe es in Deutschland also bislang so gut wie noch nicht wahrgenommen. Es gibt klare, Kennzeichen, dass zum Beispiel rechte Gruppen das einsetzen, um sozusagen. Aber wie damit umgehen? Ich meine, geht es ja ums Prinzip, wie damit umgehen. Ich glaube, Renate Künast jetzt nach einer einfachen Lösung zu fragen, ist halt eben nicht der Weg. Wie kann man zu sagen, wir müssen es jetzt regulieren? Na, wir müssen als Gesellschaft einen Umgang damit finden. Ja, aber wie? Naja, das geht halt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, sondern seit Jahren einigen sich alle in jeder Diskussion darauf, dass es irgendwie mehr Förderung von kritischer Medienkompetenz geben muss und von Digitalkompetenz. Bislang ist da wenig passiert. Ne? Das ist jetzt eigentlich eine Politikerantwort. Ne? Wir haben vertauschte Rollen hier. Na, was soll ich sagen? Also es geht um die Meinungsfreiheit. Politiker, Aktivist. Also jetzt, wenn wir schon über das NetzDG gesprochen haben, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir wollen vielleicht sagen, dass der Gesetzentwurf von Heiko Maas, wie man damit umgehen soll, Anti-Hate-Speech-Gesetz und so weiter, das meinen Sie? Genau. Gerade. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht eben vor, dass Plattformbetreiber Kommunikationsdienstbetreiber ab 2 Millionen Nutzern, was wie auch immer das dann definiert ist, wer ein Nutzer ist und wer nicht, binnen 24 Stunden strafbewehrt, also unter Androhung von Strafe, Inhalte, die offensichtlich rechtswidrig sind, löschen müssen. Ist doch super. Nee, ist nicht super. Warum nicht? Weil es die Frage, was ist rechtswidrig? Also meinungsfrei, denken wir an Böhmermann, ja? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal lieber so ein Beispiel Renate Künast. Der werden Dinge unterstellt, die nachweislich nicht stimmen. Renate Künast ist genervt, sagt, bitte nehmt es runter, liebes Facebook. Facebook hat blöderweise das Telefonhörer nicht abgenommen. Es bleibt drauf. Dann stellt sie eine Anzeige. Wir waren bei dem Fall. Beispiel. Genau. Und das Problem ist, dass die Entscheidung über sowas letztendlich nicht bei einem Plattformbetreiber liegen darf, abzuwägen, ist jetzt irgendwas rechtswidrig oder ist es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und deshalb steht aber offensichtlich rechtswidrig. Das genau, ist schon was anderes als nur rechtswidrig. Sagen Sie doch mal Beispiele. Was ist denn offensichtlich rechtswidrig? Was wird Facebook als offensichtlich rechtswidrig? Bei Hate Speech wären das Morddrohungen zum Beispiel. Das ist offensichtlich rechtswidrig. Aber da stehen Straftatbestände wie Präsidentenbeleidigung drin, ne? Ja, ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, dieser Gesetzentwurf im Einzelnen. Ich glaube, das geht auch echt zu sehr ins Detail. Aber dass man generell sagen muss, was offensichtlich rechtswidrig ist, da sind wirklich, und ich meine, das gibt es ja, Morddrohungen. Also da wissen Politikerinnen und Politiker wirklich, wovon man redet. Im Rechtsstaat hat darüber, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht, letztendlich ein Gericht zu entscheiden. Das ist eine hoheitliche Aufgabe und das sollte nicht ausgelagert werden auf eine Plattform, die dann den Richter und gleichzeitig Vollstrecker spielt. Ist Morddrohung Meinungsfreiheit? Ich will das ja gar nicht bagatellisieren. Nee, Morddrohungen sind überhaupt nicht Meinungsfreiheit. Aber wir müssen eben in die Lage kommen, dass es letztendlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Gerichte gibt. Das ist natürlich teurer, als jetzt einfach zu sagen, Facebook, mach du das mal. Ich finde, wie gesagt, jetzt kommt echt die Juristin in mir durch, das tut mir leid, dieses offensichtlich Ding, ja, arme Spezies, dieses Ding, wenn man sagt, offensichtlich, die Juristen sagen, es steht dem auf der Stirn geschrieben, du kannst da gar nicht dran vorbei. Ja, und dann muss man echt sagen, es gibt Fälle, da will keiner noch. Okay, kein Mensch sagt, dass das online bleiben soll oder dass das irgendwie jetzt da 3 Tage lang rumstehen soll. Müsste man nicht eine pragmatische Lösung finden oder beharren Sie auf diesem Standpunkt, nee, Juristen sollen das machen? Das wäre mein Standpunkt, den Rechtsstaat in die Möglichkeit, in die Lage bringen und im Notfall, wenn uns das eben so bei wichtig 20 ist, und das Millionen, finde ich richtig. 25 Millionen Teilnehmer bei Facebook, die pro Tag so und so viele Sachen raushauen, davon so und dann wären es pro Tag ein paar hundert, was weiß ich, ist nicht ein sehr frommer Wunsch? Das glaube ich nicht. Vielleicht ist es ein frommer Wunsch, aber es ist zumindest eine Investition, die, glaube ich, sich ein Rechtsstaat leisten muss. Ihr Wort in Gottes Ohr, sage ich als ehemalige Richterin. Also der Gentleman hat mehr Vertrauen in die Justiz als Sie? Alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden. Ne? Nein. Punkt. Wir sind die Guten. Punkt.
Gut, lassen wir hier einen Punkt machen. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter, wie man das Problem vielleicht lösen aber an kann. Der Stelle dann doch noch, müssen wir noch einmal kurz Nachsatz, um uns ein bisschen das noch konstruktiver zu machen. Also ich bleibe bei der Position, aber wenn, dann muss man wenigstens ein bisschen vorsichtiger das machen, als jetzt im NetzDG geschieht. Da sind dermaßen wahllos, dermaßen viele Straftatbestände drin, wie gesagt, von Präsidentenbeleidigung bis sonst was. Die Strafbewehrung ist heftig, dann ist der Rechts... Warum ist die heftig, wenn es ein paar Millionen sind bei einer Firma, die Milliarden verdient? Ist doch nichts. Es geht nicht darum, dass Facebook nicht, um Gottes Willen, ich bin der Letzte, der sagt, Facebook oder die großen Plattformbetreiber nicht regulieren. Aber wenn ein Unternehmen sagt, ich muss regelmäßig Strafen befürchten, wenn ich nicht genug Sachen lösche, dann lösche ich im Zweifelsfall lieber mehr als weniger. Also ich sehe den Punkt. Und wie gesagt, dieses Gesetz ist ja auch noch in der Diskussion. Also da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube nur, wie gesagt, dass man auch so eine schnelle Eingriffmöglichkeit braucht. Aber lass dich mal Advocatus Diaboli spielen. Facebook verdient ja Geld damit, dass Werbung neben den Posts ausgespielt wird. Also es ergibt ja bei vielen Netzbetreibern ein Gewinninteresse daran, dass so viel wie möglich passiert. Da ist das Incentive für Facebook nicht unbedingt da was zu löschen. Die sagen doch, solange es geht, solange sich die Leute in Deutschland streiten, ist doch super, die Kasse klingelt. Was wird incentiviert in den sozialen Medien? Sozusagen auf schnelle Aufmerksamkeit, viele Likes, schnelles Teilen. Dass das nicht gesund ist für den politischen Diskurs, ist doch klar. Das sind alles kommerzielle Unternehmen. Es betrifft ja nicht nur Facebook. Die gehen da nicht in erster Linie mit einem ethischen Grundsatz ran, sondern in erster Linie mit Gewinnerzielungsabsicht. Das ist auch völlig okay so. Mhm. Aber man muss eben dann, wenn man sagt, die haben auch einen ethischen Auftrag, und das, aus meiner Sicht haben sie das, weil sie Monopolmedien sind. Der große deutsche Walter Rathenau hat mal gesagt, wenn Medien sich verändern, verändert sich die Gesellschaft. Medien haben sich definitiv verändert. Haben wir uns schnell genug mitverändert oder in diesem Fall Ihr Politikbetreiber? Ich glaube, es hat ganz viel verändert. Mhm. Was ich total spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, die sogenannte Politikverdrossenheit ist eher größer geworden, obwohl ja eigentlich man mit Hilfe dieser Netzwerke eigentlich viel nahbarer geworden ist. Also man ist eigentlich ja viel... Aber ist das wirklich so? Also ich kenne jetzt die wenigsten Politiker, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das Gefühl habe, die halten mit den Authentizitätsansprüchen sozusagen, die die sozialen Medien gerade irgendwie bei jungen Leuten erzeugen, irgendwie mit. Wenn man sich den Arbeitsalltag von den absoluten, ich sage jetzt mal, 20 Spitzenpolitikern anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die kaum selber posten oder twittern schon, aber posten können. Und twittern, das liegt einfach nicht jedem, gerade in der älteren Generation, sich da auf 140 Zeichen zu beschränken. Die anderen machen das alle. Wir leben damit, dass sozusagen diese Vielzahl von Medienplattformen zu einer Vielzahl von Wahrheiten geführt hat. Damit müssen wir umgehen, vor allem in der Politik. Und wie können wir das machen? Genau, die Schwierigkeit ist natürlich die Pluralisierung, aber es ist jetzt auch, finde ich, irgendwie fehlgeleitet anzunehmen, dass es früher, als es nur einen Fernsehsender gab, alle Leute das für wahr gehalten hätten, was da auf der ARD lief sozusagen. Und also die Schröder Leute haben gesagt, Bild, Bams und Glotze, damit kann ich regieren, berühmtes Spruch. Das reichte, aber das ist ja trotzdem eine Illusion zu sagen, dass die Leute dann trotzdem, dass es da die eine Wahrheit gegeben hätte. Ne? Und eigentlich ist es Aufgabe der, dafür ist... Sind klassische Medien, ist Journalismus ja da irgendwie so eine Integrationsfunktion, dass man sich einigt? Ich glaube schon, dass es früher eher so die Tendenz gab zu sagen, das habe ich in den Nachrichten gesehen, das stimmt. Wir kriegen die Zahnpasta aber nicht mehr in die Tube. Also die Idee, dass wir jetzt sagen könnten, diese Pluralität, dass jeder die Nachrichten posten kann, die er gerade unter das Volk gebracht haben will, das ist so und das wird auch so bleiben. Und da werden wir auch nur wirklich in den Extremfällen irgendwie regulieren können und wollen. Das ist tatsächlich wirklich eine Aufgabe von Bildung. Es gab diesen Film Nervöse Republik, wo es um Politik und Medien und so weiter ging. Da wurden zwei junge Männer gefragt am Rande einer Pegida-Demonstration, was das wichtigste Medium für sie ist, womit sie sich informieren. Und die guckten sich an und überlegten und dann sagten sie, die Facebook-Seite von Pegida. Also natürlich gibt es das und wird es das auch geben, dass Leute sich da in diese Blase begeben und dann auch nicht mehr, also wie soll man die da jemals wieder rausholen? Inwiefern sollten, wenn es um Meinungsaustausch geht, auch Klarnamen zum Beispiel eine Alternative sein? Das ist bei mir so eine Frage, wo ich hin und her gerissen bin, muss ich ehrlich sagen. Posten und twittern in Diktaturen, da ist Anonymität lebensnotwendig. Und damit ist eigentlich die Frage auch schon beantwortet. Ich gebe aber zu 100%ig wohl, fühle ich mich auch nicht damit. Denn wie gesagt, gerade zum Beispiel in einem Beruf wie meinem,
Aber auch wenn es um Mobbing zum Beispiel unter Jugendlichen geht, dass man so gar nicht weiß, wer ist das eigentlich. Aber solange gewährleistet ist, wenn man dann eben Strafverfolgungsbehörden einschaltet, dass die dann auch den User ermitteln können, solange... Okay. Ist das okay? Der Punkt ist ja, meistens weiß man es doch. Also gerade Mobbing unter Jugendlichen findet ja oft auch im Nahbereich statt, also irgendwie in der Klasse, und man weiß es eben letztendlich doch. Die Leute kommentieren auch unter Klarnamen, kübeln sozusagen ihren Hass unter Klarnamen ins Netz. Und ich halte das für eine ganz wesentliche oder essentielle Funktion oder Voraussetzung für eigentlich für das offene Netz und für das echte Funktionieren von Meinungsfreiheit im Netz, dass es eben die Möglichkeit gibt, pseudonym zu kommunizieren, auf jeden Fall. Wir haben heute über Facebook und YouTube geredet. Es gibt aber mittlerweile auch einige Plattformen, die von Parlamenten richtig benutzt werden, um zum Beispiel mit Bürgern an Gesetzestexten gemeinsam zu arbeiten. Es wurde in Taiwan probiert, auch in Frankreich oder in Brasilien. Wahrscheinlich eher eine Frage dann an Sie, Frau Barley. Inwiefern können Sie sich das denn vorstellen, in der nächsten Legislaturperiode solche Plattformen auch einfach aktiver als Politiker oder Politikerin zu nutzen? Das kann ich mir total gut vorstellen. Daran wird, glaube ich, in Zukunft auch überhaupt kein Weg dran vorbeiführen, weil wir auch Beteiligung brauchen. Also wir sind derzeit dabei, die verschiedenen Möglichkeiten da zu prüfen. Aber da sind Sie auch schon dabei, seitdem es die Piraten gibt und alle plötzlich Panik hatten, okay, wir müssen jetzt doch was machen. Also wenn man mal ehrlich ist, sind doch die Partizipationsmöglichkeiten trotz sozusagen digitalem Wandel auf dem Stand von 1960 stehen geblieben. Das stimmt so nicht. Wenn da auch Entscheidungen am Ende daraus folgen sollen, dann muss auch gewährleistet sein, dass wirklich alle Leute, die da beteiligt werden sollen, beteiligt werden können. Und das ist eben derzeit noch ein bisschen schwierig in der älteren Generation. Wir haben ganz viele, die da unheimlich fit unterwegs sind, aber eben viele auch nicht. Und wenn man jetzt sagt, wir erarbeiten unsere Sachen, unsere Anträge, unsere Vorschläge und so weiter nur noch online oder vorzugsweise online, dann hat man eben einen bestimmten Teil der Community, sage ich jetzt mal, also unserer Mitglieder zum Beispiel oder unserer Wählerschaft, die dann mitmachen können, und andere, die draußen sind. Und das ist ein Problem. Also da muss man schon ernsthaft drüber reden und muss man sich auch Gedanken drüber machen, wie man das anders machen kann. Sie haben vor uns über das Thema gesprochen, die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte müssten im Prinzip digital fit gemacht werden. Ein Ansatz, den ich persönlich auch sehr toll finde. Allerdings fehlt mir immer die Vorstellungskraft, was das genau bedeutet. Also eines der Stichworte, die da oft fallen, ist eben das Stichwort Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Also wirklich, da geht es jetzt erstmal nicht nur um Jungen, sondern auch, dass Strukturen geschaffen werden, dass die Verfahren eben schneller laufen, dass es eben nicht eingereiht wird in den ganz klassischen juristischen Ablauf, sondern dass es da wirklich abgetrennte oder eigene, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht genug Jurist, um zu sagen, da soll es jetzt eigene Gerichte für geben oder ob das irgendwelche Kammern von bestimmten Gerichten sind, das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es reicht jetzt nicht einfach nur zu sagen, wir holen jetzt die Digital Natives und machen die schnell zu Richtern. Solche Schwerpunktstaatsanwaltschaften müssten dann tatsächlich sein. Die gibt es jetzt auch schon. Also Schwerpunktstaatsanwaltschaften heißt einfach, normalerweise hat ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin eine sehr breite Zuständigkeit. Und da, wo aus irgendwelchen Gründen eine starke Spezialisierung erforderlich ist, kann man solche Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden. Dann ist man halt an einer bestimmten Stadt, in einer bestimmten Stadt, und man hat die Zuständigkeit für ein riesiges Einzugsgebiet, was ja im digitalen Bereich sowieso überhaupt kein Problem ist. Das müsste es dann tatsächlich geben. Meine bisherige Erfahrung mit der Justiz ist so, dass es relativ wenige gibt, die sich damit wirklich gut auskennen. Und man hat ja auch ein wahnsinniges Weiterbildungserfordernis. Ne? Kostet auch was. Ist ja, aber das ist ja nicht so, als wäre das jetzt, würde das noch nicht gemacht. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau Barley. Vielen Dank an den Gudach, dass Sie hier waren. Meine Damen und Herren, das war die UDR Digital Talkshow hier aus dem Basecamp. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch.